Mein Mann und ich, wir sind im Baumarkt gewesen, weil wir die Wohnung komplett renovieren und sind deswegen mit zwei Autos gefahren, weil wir wussten, dass wir etwas mehr einkaufen. Sind dann auf die Autobahn gefahren, dann habe ich ihn irgendwann verloren und ja, habe ihn dann gesehen, dann hatte ich den Schock meines Lebens. Patrick! Patrick! Patrick hört so laut Musik, ich weiß gar nicht warum, das macht er sonst nie. Und ja, der ist auch nicht ansprechbar, ich weiß nicht, ob der mich nicht hört, weil die Musik so laut ist und nicht, dass der irgendwie einen Herzinfarkt hatte oder so. Hallo? Mach bitte dringend einen Rettungswagen. Mein Mann hatte einen Unfall. Jetzt auf Streife. Die Spezialisten. Wer ist das hier? Das ist der Mann. Der war hier doch ein bisschen heftiger. Rettungswagen ist aber unterwegs, ist richtig, ja? Die andere Seite ist unterwegs. Gar nicht. Kommen wir nicht rein? Ja, hier sieht's doof aus. Euer RTW ist unterwegs, müsste gleich eintreffen. Patrick! Eimer, ne? Reagiert er denn? Nein. Reagiert Ihr Mann? Nein. Patrick! Hallo, RTW ist auch unterwegs? Ja, ist unterwegs, kommt gleich. Gleich, also das heißt, wir müssen jetzt nicht versuchen, irgendwie das Ding einzuhauen, ne? Weil ich hätte sonst Schiss, dass wir ihn eventuell sonst verletzen. Ja, genau. Als wir am Unfallort eintrafen und wir nicht an den Fahrer herankamen, weil die Tür zu war, haben wir zunächst rückgefragt, wie weit der Rettungswagen noch entfernt ist. Als ich herausstellte, dass dieser kurz vor Eintreffen war, haben wir uns entschlossen, hier nicht weiter vorzugehen. Aber wir haben Verstärkung angefordert, um die Unfallstelle noch besser absichern zu können. Denn hier war uns klar, es würde sich ein etwas längerer Einsatz ergeben. Die Musik ist auch so laut, ne? Ja. Hallo, die Polizei ist hier. Wir helfen Ihnen gleich, ja? Das war gleich mal sicher, ne, bevor die... Patrick! Patrick! Ich gehe mal direkt zu denen hin. Hallo, wir haben eine Person in dem Auto eingeschlossen. Wir müssen den da erst irgendwie rausholen. Ich weiß die Kollegen mal kurz. Patrick, der Rettungswagen ist da, wir helfen Ihnen gleich. Hallo. Reagiert er? Der hört uns wahrscheinlich nur ganz schlecht, weil die Musik zu laut ist. Ja, der ist ja ein bisschen hin. Müssen wir gleich ausmachen oder was? Das Radio ist halt nicht kaputt, ne? Radio funktioniert. Moment mal, wir müssen jetzt gerade mal sortieren, dass wir hier ein bisschen Arbeitsspielraum haben. Sie sind jetzt? Ich bin seine Frau. Sie sind die Ehefrau. Ja. Sie haben aber nicht im Auto gesessen. Nein, ich bin mit dem Auto hinten dran gefahren. Okay, gut, dann ist Polizei. Gut, das war... Wir sind heute zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn gerufen worden, zu einem unüblichen und dramatischen zugleichermaßen, denn wir konnten sehen, dass das im Innenraum alles voll war mit einer blauen Substanz. Der Patient war nicht ansprechbar und dramatisch war eben, dass wir wirklich nicht an den Patienten rangekommen sind. Wir wussten nicht, was es für eine Substanz ist, ob der Patient überhaupt noch lebt. Da mussten wir natürlich jetzt ganz schnell das Auto geöffnet kriegen. Du bist ja hier der Fachmann, sag am besten, wie du es machen willst. Am besten würde ich, um den Patienten nicht zu gefährden, über die Beifahrerseite gehen. Da ich in der Freiwilligen Feuerwehr bin, habe ich meine Ausbildung so ein bisschen wieder hochgeholt. Und da war es halt so, dass man gelernt hat, die Scheiben abzukleben und dann mit einem Federkörner, heißt das Gerät, die Scheibe zu körnen und rauszunehmen, ohne dass halt der Patient durch herumfliegende Splitter geschädigt werden kann. Warte, ich mach die erstmal ein bisschen. Ich hätte jetzt erstmal das Radio dran. Kommst du dran? Zieh mal genau Schlüssel raus und pass auf, dann rüber zur Tür. Frau Thiel, Sie können gerne zu mir kommen. Ich kann Ihnen das auch gerne erklären. Schauen Sie mal. Es ist nicht gut, wenn er jetzt den Kopf so die ganze Zeit bewegt, weil wir wissen nicht, was er für Verletzungen hat. Wenn ich jetzt hier von vorne klopfe und die von hinten, bleiben Sie hier. Sprechen Sie mit ihm hier, damit er den Kopf nicht so bewegt. Schatz, versuch mal, den Kopf ruhig zu halten. Guck mal, ich bin direkt vor dir. Schatz, ich bin direkt vor dir. Mann, bleiben Sie einmal sitzen. Herr Thiel, einmal ganz ruhig sitzen bleiben. Ja? Okay. Puls ist fassbar. Machen Sie einmal den Mund auf, Herr Thiel. Einmal den Mund auf, dass ich gucken kann. Bekommen Sie gut Luft? Ja? Okay. Schatz, ich bin hier.
Der Patient war zunächst kaum ansprechbar. An Verletzungen konnten wir sehen, dass er eine Kopfplatzwunde auf der Stirn und auch am Hinterkopf hatte. Hier war offensichtlich ein Farbeimer gegengeprallt. Uns war natürlich wichtig, ihn möglichst schnell aus dem Auto herauszubringen. Wir haben ihm ein Stiffneck angelegt, um die Halswirbelsäule zu stabilisieren. Aber die weiteren Untersuchungen konnten natürlich erst außerhalb des Autos stattfinden. Aber ist denn hier irgendwas an Vorerkrankungen bekannt? Nein, gar nicht. Es muss ja irgendeine Ursache geben. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Ihm ging es total gut, als wir eingestiegen sind. Wir waren beim Baumarkt und haben halt Sachen gekauft. Ich kann mir das auch ehrlich gesagt nicht so ganz erklären irgendwie, weil... Natürlich überlegt man immer, wie so ein Unfall passieren kann. Sicherlich hatte unser Patient seine Ladung nicht richtig gesichert. Aber einfach so fliegt das ja auch nicht durch die Gegend. Also muss es noch irgendein anderes Ereignis gegeben haben, was das verursacht hat. Okay, gut. So, Patient erbricht. Augenblick, Augenblick. Ja. Oh, ja. Ja. Aber gibt er sich denn? Wahrscheinlich. Ja. Also, wir müssen gleich mal Zugang legen. Und dann, ja, machen wir jetzt. Ich wollte es nur der Ehefrau gerade noch erklären. Er hat ja schon eine Kopfplatzwunde. Ne? Ja. Das kann schon sein, dass er jetzt eine Gehirnerschütterung hat. Und dazu gehört eben auch die Benommensein, Übelkeit. Aber ich kümmere mich jetzt gerade um Ihren Mann. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie zwischendurch. Ja, okay. Beine ausstrecken. Einmal an das Brett anfassen und dann das Brett aufnehmen. Ich helfe dir auch noch mal. Was erkannt bei dem Motor? Wie schnell geht das? So, warten Sie, jetzt müssen wir einmal kurz den Patienten raus. Wie schnell geht das? Ja. Warte. So, wir müssen jetzt hier. Nicht ein bisschen was. Totenkopf. So. Mein Mann ist jetzt ja Gott sei Dank aus dem Auto rausgeholt worden und hat dann irgendwie ganz wirr geredet. Er hätte einen Mofa-Fahrer gesehen und hat irgendwas von einem Totenkopf erzählt. Also ganz erklären kann ich mir das irgendwie nicht. So, wollen wir? Kopf sagt an. Eins, zwei, drei. Jawohl. Super. Okay. Sehr gut. Gut gemacht. Top. Vielen Dank. So, Decke drüber. Jawohl. Und dann. Zum Unfallhergang. Können Sie da irgendwie noch was mehr zu sagen? Das war so ein ganz kleiner Roller. Der war viel zu schnell. Fast gar nicht. So ein Motorroller, so ein größerer? Ja. Oder nee, ein Motorroller. Und dann ist der ganz, ganz schnell vor mir reingezogen, sodass ich bremsen musste. Also so eine Mofa oder was? Ja. Machen wir kurz hier ein bisschen halten. Aber wir sind ja hier auf der Autobahn. Das auf die Autobahn darf man natürlich nur mit solchen Verkehrsmitteln auffahren, die in der Lage sind, die Mindestgeschwindigkeit von 60 bauartbedingt auch zu schaffen. Das heißt, im Stau wird zwar sicherlich auch mal langsamer gefahren oder sogar gestanden auf der Autobahn, aber das Fahrzeug muss zumindest 60 fahren können. Und ein Roller ist nun mal ein 50er, das heißt 50 Kubik, der im Regelfall, wenn es ein neueres Baujahr ist, höchstens 45 Stundenkilometer fährt. Insofern klang es für uns erstmal seltsam und deshalb schlossen wir erstmal aus, dass es sich hier wirklich um Roller gehandelt haben kann. So. So, das schauen wir mal. Okay. So. So. Ich bin da. Wo ist meine Frau? Ihre Frau ist hier. Ich bin hier. Ich stehe hier unten. Kommen Sie hier einfach an die Seite, dann sieht Ihr Mann Sie auch, dann macht er sich nicht so Gedanken. Ich bin hier. Alles gut. Wo war die Kopfplatzwunde hinten rechts? Hinten rechts. Kommt jetzt mal was in Ihre Nase, ne? Das kann so ein bisschen kitzeln. Mehr wird es nicht. Das war's schon. Boah, das ist aber hier echt süffig. Blau. Blaues Blut. So. Gut. So, dann kleben wir mal eben. Die Schere, ne? Also so weit war er unauffällig. Ich habe den Bauch gecheckt. Ja, da hatte ich ja eben auch schon. Gesehen, ne? Genau, sonst hat er auch nichts gehabt. War der Airbag jetzt ausgelöst? Habe ich gar nicht geguckt. Nein. Nee, das ist schon mal gut. Sieht man es aus der Sicht der Ehefrau, war sie sicherlich jetzt erstmal beruhigt, dass ihr Mann eben ansprechbar war. Das ist auch für uns ein gutes Zeichen. Aber wir können hier draußen nur begrenzt Diagnose betreiben. Hier war ganz klar, dass es sich um Schädel-Hirntrauma gehandelt hat. Möglicherweise würden sich hier auch noch intrakranielle Blutungen entwickeln oder die Wirbelsäule hätten Schaden davon getragen. So kann es natürlich dann noch zu Lähmungserscheinungen, Sensibilitätsstörungen kommen. Das muss alles im Krankenhaus genau untersucht werden. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wo ich was ist das? Hey! Oh, das ist doch der mit dem. Ey, wie schnell war der eigentlich hier eben gerade? Ja, definitiv zu schnell. Anschnallen. Ja. Die Aussage des Verletzten war also doch kein Hirngespinst. Die Autobahnpolizisten nehmen umgehend die Verfolgung auf, um die verantwortungslosen Mofa-Fahrer zu fassen. Hier, da vorne sind sie doch. Ich glaube, die wollen ab. Zwei, ne? Ja, die wollen ab. So, hier fährt erstmal keiner mehr. So, absteigen. So.
Was wird das hier? Ja. Toll. Hm? Was? Ja. Wir wollten gerade losfahren. Ja. Warum? Weil mein Roller ist irgendwie kaputt und dann wollte der mich mitnehmen. Gut. Und was war das eben für eine Aktion, wo du mich beinahe überfahren hättest? Tut mir leid, was soll ich machen? Ja, was soll ich machen? Anhalten? Nicht einfach durchfahren? Ja, das war mir nicht bewusst in dem Moment. Ich habe mir gedacht, ich fahre mal dran vorbei, aber... So, wir haben da hinten einen Schwerverletzten, ne? Ob Patrick Thiel bleibende Schäden zurückbehalten wird, ist ungewiss. Außerdem ist der Zustand des 37-Jährigen weiterhin kritisch und die Gefahr einer lebensgefährlichen Hirnblutung nicht gebannt. Und das alles wegen einer wahnwitzigen Aktion zweier Teenager. Und da fiel was vom Roller mit Totenkopf und das würde nämlich auf die Beschreibung passen. Ja. Ja. Ja, was ja? Was soll das? Ja, tut mir auch leid, was soll ich denn machen, mein Gott. Sie fahren durch eine gesperrte Unfallstelle durch, gefährden da auch noch andere. Und Sie, sind Sie vielleicht der gewesen, Nein. der den Unfall verursacht hat, oder? Unfall? Ja, ich bin da vorbeigefahren, da war irgendwas lautes. Ich habe mich erschrocken, bin ganz normal weitergefahren. Ich habe keinen Unfall. Gut. Und dann hatten Sie auch keine Anstalten, da mal zurückzukommen und ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Haben Sie keinen Führerschein oder was? Doch. Doch, gut, dann hätte ich gerne mal die Ausweise, Führerschein, Betriebserlaubnis, Versicherungsbescheinigung. Die beiden Roller haben wir zunächst sichergestellt. Hier geht es einfach darum, dass wir den Anfangsverdacht einer Verkehrsstraftat haben. Wir haben zum einen einen Verkehrsunfall und der augenscheinlich beteiligte Rollerfahrer hat sich hier vom Unfallort entfernt. Also eine sogenannte Verkehrsunfallflucht oder unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Dann sind die Roller augenscheinlich viel schneller unterwegs gewesen, als sie eigentlich dürften. Dementsprechend müssen diese von uns jetzt kontrolliert werden, wie schnell sie denn tatsächlich fahren. Denn das ist dann erheblich für den Staatsanwalt und die entsprechende Strafe, die gegebenenfalls ein Richter hinterher verhängen kann. Wie schnell laufen die Dinger jetzt? 70, 80? Um den Dreh rum, ja. Gut, also werden die Teile jetzt sicherstellen. Ich funke einmal die Leitstelle an. 18 seid ihr auch noch nicht. Das heißt also, werden wir euch Eltern übergeben. Arnold für den 13.3. Für euren normalen Führerschein ist das auch nicht förderlich, ne? Normalerweise begleitet das Fahren mit 17, da könntet ihr schon Auto fahren. So eine Geschichte hier, fahren ohne Fahrerlaubnis. Wenn die Dinger auch keine Betriebserlaubnis haben, das ist eine Straftat im Straßenverkehr. Da kann es sein, dass am Ende der Richter sagt, jo, die nächsten 2-3 Jahre erstmal nichts mit Führerschein. Das ist echt scheiße, mal ab davon, dass ihr andere Leute damit gefährdet habt. Und einer sogar letzten Endes jetzt verletzt ist und im Krankenhaus. Ja? Gut, das heißt also, Roller bleiben stehen, Kollegen haben das ja soweit im Blick. Und dann bringen wir euch jetzt erstmal zur Dienststelle und dann können eure Eltern euch abholen. Okay. Jawohl, noch irgendwas im Roller drin? Wahrscheinlich nicht. Ne? Nee. Gut, dann kommen wir mit. Auf geht's. Ja. Die beiden 17-jährigen Mofa-Fahrer werden sich demnächst vor dem Jugendgericht verantworten müssen. Bei Patrick wurde im Krankenhaus tatsächlich ein schweres Schädelhirntrauma festgestellt. Nach einer Operation und anschließenden Reha-Maßnahme ist der Mann aber inzwischen wieder wohlauf.